Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Diablo 3 Reaper of Souls. Und mein treuer Freund, der Itembringer, der mir die legendären Gegenstände gibt, muss, ne, sonst darf er nicht mit mir laufen, der Bordedeppi. Grüße! Servus, die Bezahlung ist echt hart und Items ist noch das Geringste, was ich hier abgeben muss. Ja, also ich habe mir vorhin im Shop was gekauft, ein paar Handschuhe, und habe damit 4,7% mehr Schaden und 37% mehr Zähigkeit. Ich ziehe sie mal an und BÄM, macht 2481 ohne Buffs und mal gucken, was ich da noch so rauskitzeln kann. Dann wollte ich noch mal ganz kurz meinen Schmied updaten und er geht schon los am Metzeln da, der kann es wieder nicht erwarten. Ja, ich stehe noch hier, ich dachte, du kommst gleich hinterher. Ich muss kurz den Schmied ein bisschen hochpushen. Mal eben so ganz locker auf Stufe 10, ist ja gar kein Problem. Mein Plan ist ja echt noch, wobei das wird auf jeden Fall passieren, dass ich dich mit dem Schaden einhole. Ja. Bitte was? Ja, das ist gar kein Problem. Ich hole dich da mit dem Schaden definitiv noch ein. Schauen wir mal. Ja klar, wir werden auf jeden Fall hinterher so hoch metzeln, dass wir da ordentlich auch Schaden machen können. Also möchte ich. So, ich baue jetzt mal eben schnell für 5000 einen quadratischen Smaragd. Der macht nämlich 60% kritischer Trefferschaden. Und dazu nehme ich mal kurz aus der Waffe den alten Stein. Und baue den neuen da rein und mache jetzt damit natürlich nochmal ungefähr 100 Schaden mehr. Jetzt mache ich 2524 und das ist schon mal ganz gut ohne Buffs. Alter, bei dir sind gerade wieder Raumschiffe unterwegs oder was? Motorräder. Oh ja, bei dem Wetter, ne, kann ich mir das gut vorstellen. Gut, ja. Ich bin ready. Ready to rumble. Ich habe mir mit meinem Bild was Lustiges überlegt. Ich habe einen legendären Flegel, der mir die Hämmer so schnell gibt. Mhm. Und jeder Hammer hat jetzt eine 50%ige Chance, sich zu teilen und noch einen Hammer zu werden. Alter. Also mal gucken, wie viele das dann werden. Das sieht dann so aus. Du lässt aber Thor blöd aussehen, oder? Auf jeden Fall. Er hat nur einen Hammer. Ja. Ja, ich habe letztens eine Nachricht gelesen, da wurde ein Baumarkt überfallen. Und zwar wurden die Hämmer geklaut. Warst du das? Ab nächste Woche wird es hier ganz schlimm bei mir mit Aufnehmen und so weiter. Ey, warte mal auf mich. Ah, Entschuldigung. Wird es hier echt übel? Weg, ja. Warum? Die wollen die Fassade an der Hütte neu machen. Alter Schwede, ey. Ja, dann musst du denen sagen, die sollen die Schnauze halten, wenn du Aufnahme hast. Ne? Ganz klar. Richtig. Müssen die Mittagspause machen hier. Aber 2 Stunden lang. Ja. Alles ist mal gucken, es ist ein bisschen doof, dass die da sind, aber ohne Kist. So sind die Jungs. Ah, ich mach mal meine Götter rein hier, die sind so geil, die töten alles. Die sind ja noch schlimmer als die Hämmer. Wenn die später unendlich da sind, dann ist eigentlich sozusagen toll. Dann ist alles aus. Ja, weil die machen so viel hier Schaden. Hier oben ist... Achso, wir müssen wieder die Spinnenkönigin wegfegen. Oh, kein Problem. Achso, wir haben wieder neu angefangen, die Kopfgelder, und wir sind wieder mit dem Bonus in Akt 1 gelandet. Gar kein Problem für uns. Wichtig ist für uns erstmal hochleveln, Kopfgelder, und das ist ja wirklich easy. Und ich hätte gerne auch den Ring, und zwar den Prunkring, dass ich da mein Set-Teil ein weniger brauche. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und ich hoffe, dass wir den kriegen hier. Also ist ja Akt 1 eigentlich immer. Und so sind die Gegner eigentlich ziemlich easy. Ich hätte doch vielleicht schon Qual 1 einstellen sollen, mal aus Spaß. Boah, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen scheitern. Aber der Grund ist, warum wir Kopfgelder machen, in der Kiste oder in dem Säckchen, was man da bekommt, sind Rezepte drin, die sehr nützlich sind zum Hochleveln. Und natürlich die Handwerksmaterialien, die wir für später brauchen. Und die Rezepte, wie gesagt, sind auch unablässlich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist Na, zwar ja, dann mach mal die Eier kaputt, ihr Eiersack. Man sieht zwar häufig dieselben Gebiete, ja, das stimmt. Ach, aber im Endeffekt, das ist Diablo, ne? Wer das kennt, das ist halt so. Ich mag das, auch wenn ich 100-mal reinrenne, ich stehe drauf. Einfach sinnlos hier drauf zu prügeln auf der dreckige Stück Malifeind des Scheusals. Und mittlerweile tun die mir auch nicht mehr weh. So, wirklich. Ja. Das Eis ist halt extrem nervig. Ja, ich bin froh, dass ich die Passive drin habe mit den, dass ich da die Rüstung habe und Dornenschaden. Das heißt, die sterben schon, wenn sie mich nur anfassen. Ja, das hatte ich auch mit meinem Mönch. Da hat mich irgendeiner angegriffen und hat einfach mal 2 Millionen Schaden bekommen. Da dachte ich mir, super. Alter. Wie gesagt, Downtouch, ne? Mhm.
Boah, ach, schön. Das mit den Hämmern ist schon geil. Oh ja. Allgemein, das sieht richtig gut aus. Und ich habe jetzt mal geguckt, ne, die Videos ist natürlich jetzt super Qualität, ja, kein Ruckeln, kein Zuckeln. Und ich muss sagen, viel Unterschied zu 60 FPS gab es jetzt nicht. Also man sieht zwar ein bisschen, ganz kleines bisschen, wenn man steht bei 60 FPS, dass es doch ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen schärfer ist, aber sonst ist da kein Unterschied. Also dann lasse ich lieber das Ruckeln weg und dafür haben wir dauerhaft scharf. Also da kann, glaube ich, da können wir alle zufrieden sein und entspannt hier zugucken. Ohne dass da irgendwie was ruckelt. Also das ist mir schon viel mehr wert. Bam. Aber ich kann Diablo 3 auch nicht auf PlayStation spielen. Das ist absolut... Ich habe das mal gespielt. Das ist mir irgendwie... Auch wenn ich PlayStation sehr gerne habe, ja, und viel darauf spiele. Aber Diablo 3 kann ich auf der PlayStation, finde ich irgendwie... Ja. Ich finde, das gehört einfach am PC. Ich find's ja einerseits doof, dass die PlayStation-Spieler nicht mit den PC-Spielern zusammenspielen können. Das wäre natürlich auch übelst lustig, ja. Das wäre sehr geil, ja, einfach, oder dass du ein auf ganz der PlayStation System mit deinem Account weiterspielen kannst, also mit deinem Charakter. Mhm. Dass das auch nicht geht. Das ist ja schade. Es ist einfach komplett anderes System. Ja. Aber auch ich find's sowieso den, nicht so, Punkten, der Consolero. Consolero. Naja, bin ich irgendwie nicht so. Ich bin auf PC zu Hause. Natürlich nervt es mich ab und an, wenn so ein Spiel, so ein schönes Spiel wie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Uncharted oder so, nicht auf dem PC rauskommt. Das ärgert mich dann trotzdem, aber ich bin trotzdem auf dem PC zu Hause. Also ich habe auch mit PC angefangen früher und ich finde halt einfach geil, dass es beides gibt. Also, es gibt schon echt ein paar coole Spiele, die sagst du auf der PlayStation 4 so, wow, würde ich gar nicht eintauschen wollen. Allein schon, weil man muss sich immer dran denken, Leute, jetzt habt ihr mal einen Rechner und ihr wisst ja, ein halbes Jahr später ist manchmal schon ein Rechner schon wieder schlecht. Da muss man schon wieder was Neues haben. Und bei der PlayStation sind die Spiele halt alle abgestimmt darauf und da gibt es kein Ruckeln, kein Zuckeln, kein Lecks oder Grafikverlust. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, die ich schön finde. Und nichtsdestotrotz finde ich PC und PlayStation geil und bin echt froh, dass ich sie habe. Und ja, ihr seht's ja selbst. Zocken bis zum Umfallen. Jo, die haut jetzt ab, oder? Ja. Dreckiges Scheißvieh. Jetzt habe ich meine Götter gerufen und da brauche ich überhaupt nichts mehr machen. Ich brauche einfach nur stehen bleiben. Ja. Die sind voll wild, die rasten voll aus. Da kann Spider-Man nichts zu melden. Ich habe jetzt einen Kriegsschrei, der erhöht. Schuss ein Kriegsschau, der eure Rüstung, eure Verbündeten im Umkreis von 100 Metern um 20% erhöht. Kann sein, dass der auch irgendwie den Schaden pusht? Noch nicht. Da muss ich erst eine andere Rune reinmachen. Nur Rüstung erhöht. Aber ich habe noch einen anderen Schrei und der erhöht 15% kritische Trefferchance. Ah, okay. Nee, der macht 120 Sekunden lang 5 Trefferchance und kritische Treffer. Okay, also beides. Kritische Treffer 15%. Und die Chance auch nochmal. Also Treffer Schaden und Chance. So, jetzt hauen wir erstmal hier ordentlich. Das Vieh ist ja, hat gar keine Chance. Königin. Nee, das Gift ist auch mittlerweile recht uninteressant. Was ist denn los? So, weg ist er. Geplatzt ist er, ja. Ich habe auch schon wieder coole Sachen gefunden. Zwar nichts Legendäres. Ja, Legendary. Nett. Mal gucken, ob in dem Part noch eins drin wäre. Mehr sah nicht. Wahrscheinlich hinterher dann in der Kiste oder so. Das wäre möglich. Ah, okay. Oh, Schuhe. Wieder 2,7% mehr Schaden. Ich habe einen neuen Helm bekommen, den lege ich mir mal beiseite. Ui, ein Ring mit 2, ich mache jetzt schon 3.465 Schaden. Ich versuche noch an die 1.000 ranzukommen. Ja. Versuche ich echt noch. Gehen wir direkt weiter. Ich guck mal kurz nach Hause. Ich muss mal kurz meine Kiste freimachen. Ich finde ja echt so viel Scheiße. Okay. Und dann lasse ich mal ganz kurz wieder Baumaterialien zappeln. Wenn du nach Hause gehst, kein Problem, komme ich mit, weil dann kann ich den Sockel aus dem Helm rausmachen. Ja, ich könnte einen legendären Gegenstand bauen, eine Waffe, aber ich weiß halt nicht, ob diese Waffe besser ist als die ich jetzt habe, weil die ich jetzt habe, die ist schon echt mega Mähne, ne? Jetzt habe ich gerade was, egal, da waren 0,2, halb so wild. Oh, die ganzen Edelsteine packen wir mal rein. Ich habe meine Waffe, die du mir geschenkt hast, die ist ja echt krass. 161, hat übelste Sachen drauf, 201 Stärke. Und ich mache natürlich Chancen 25, Demolische Wut zu explodieren und nochmal Waffenschaden zu machen. Jetzt ist die Frage, ich könnte aber eine bauen. Ich guck mal eben schnell. Und zwar heißt diese Waffe
Einhand, Gott, nee, das will ich doch gar nicht. Achso, alle habe ich drin. Nützlichste. Mächtige Zweihandwaffe. Und zwar steht 55 Grundwert, benötigt Stufe 23. Und die benötigt Stufe 33. Na, die wird schlechter sein. Also lass ich's. Ich werde wahrscheinlich sowas Gutes nicht bekommen. Und ab Stufe 42 werde ich dann Augil Z bauen. Und das bringt mir nämlich... Oh, das bringt mir gar nichts. Reduziert die Nahkampfangriffe. Ach du Scheiße. Nee, sowas hole ich mir nicht rein. Sowas kommt mir nicht raus. Nee, was soll ich damit? Der Gürtel war jetzt auch nicht gerade der beste, den ich da hatte. Captain Morgan Z bringt mir eigentlich auch nichts. Regeneriert Lebenspunkte. Okay, ich hoffe, meine lieben Freunde, dass ich doch nochmal gleich, wenn wir wieder was bekommen hier, so eine Tasche, dass ich doch nochmal ein paar neue legendäre Sets bekomme, die ein bisschen besser sind. Einfach aus dem Grund, dass ich dann noch bessere Waffen bauen kann. Das ist ja krank, ey. 20 Lebensregenerationspunkte, was ist das denn? Ja, ich mache mir noch gar keine Sorgen wirklich so um ja. Das Equip, weil das kommt eh erst später. Richtig. Ja, ab 70 dann geht es eigentlich richtig ab, ne? Naja, da mache ich mir erst richtig Gedanken, wie ich mein Bild aufsetze. Legendary, ich sag echt, das ja. Echt, Alter, du bist echt Glücksbringer. Danke, gib her. Was hast du denn so Schönes? Der findet und findet. Schlechter Schlitzer. Alter, okay. 2,3% mehr, mehr Zähigkeit dabei. Ja. Lebt in seinem Schnitzer weiter, okay. Ich glaube, das werde ich zur Abwechslung. Oder willst du es auch haben? Also, ja, wenn du es brauchst, kannst du es gerne natürlich nehmen. Aber wenn du es nicht brauchst, nehme ich es. Krass, krasse Scheiße. Ich finde den Perk mit den Pflegeln einfach zu gut bisher. Bam. Um die Waffe wirklich wechseln zu wollen. Oh, ich muss aber sagen, dass... Naja, passt schon. Ich weiß jetzt nicht, weil ich hatte da den einen noch... Na, ich lasse mal drin, weil die sieht cool aus. Dann werde ich die andere Waffe in eine Seele umtauschen. Boah, guck mal, wie ich rumrenne mit meiner Megasense. Ich bin der Tod. Ist das kein Schwert gewesen? Nee, das ist so eine Megasense. Ja, ja. Ich bin, damit gehe ich auch noch nachher über ein Maisfeld und so. Weißt du? Bam. Bam, bam. Obwohl, wenn ich so drauf hau, mache ich eigentlich weniger Schaden. Ich mache dann wirklich erst, wenn die Raserei hochgestackt ist. Und wenn ich mit meiner seismischen Welle... Ansonsten bin ich eigentlich ein ganz Lieben. Und wenn ich schreie. Am meisten machen eigentlich nur meine Diener machen eigentlich am meisten Schaden. La la la. So. Oh, ein Buch zum Lesen. Bisschen Lektüre nebenher. Ah, ist schon ganz nett. Aber die nächste Legendary Waffe muss zu mir. Ich glaube, ich brauche auch einen leichten Schadensupgrade. Ja, sonst, wir gucken mal, wir werden auf jeden Fall noch was finden. Da kommt ja noch so viel. Lass mal ein Level höher sein. Dann geht das schon ab, weil ab 40 oder so, dann sieht es auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ja. Ah, wir müssen einfach nur 100 Monster töten, gar kein Problem. Alles so easy, ey. Die Bäume halten aber schon ein bisschen was aus, aber guck mal, meine rastet jetzt wieder voll aus hier. Bam. Ja, die Bäume ist ein Einzelziel für mich, das ist sowieso beschissen. Da komme ich dann. Ja. So, 63 von 100, einfach hier ganz easy durchlatschen. Zählt das hier oben noch zu einem Gebiet? Weil ich weiß, dass hier immer in dem Z-Gang immer so viele Gegner drin sind. Na, stirb du so. Ja, zählt noch, aber ich weiß nicht, ob man, wenn wir weitergehen... Sieht man ja gleich, wenn die Quest verschwindet, sind wir im falschen Gebiet. Oh, wieder ein Level, okay. Warte, du bist 2 Level höher, okay. Ja. Man sieht schon, er rennt weiter vor, merkt ihr das? ja, ich hab hier ein Pack gesehen und wollte das direkt haben. Ah, ich bin auch 37, passt schon. Ach, scheiß drauf, die Level da. Irgendwann sind wir eh am gleichen Level, dann heißt es Paragon. Und ja, dann wird's einerseits eh wegen meinem Kopfschutz. Oh, Legendary Zweihänder. Schon wieder alt, das gibt's ja gar nicht, ey. Krasse Scheiße. Kopfgeld beendet. Ja. Ja, ich sag ja, das hatte ich glaube in den ersten Parts irgendwann mal gesagt. Am Anfang krieg Legendaries des Todes. Und wenn ich sie brauche, dann sehe ich sie nie wieder. Und was hast du bekommen? Entdings mal. Ja, sogar noch krasser wie das davor. Warte, ich muss den enthüllen.
Okay, der Zweihänder. Joa, 37 Schaden mehr, alter Mede. Aber den nimmst du jetzt, oder? Ja, den nehme ich jetzt. Auf jeden Fall. Muss ich mal. Zwar wird mein Schaden um 20% reduziert, wenn ich Zweihänder trage. Aber ist trotzdem immer noch... Ja, ich mache jetzt 2700 Schaden. Ja, da kommt man doch schon mal der Sache ein bisschen näher, ne? Habe ich dich jetzt überholt oder noch nicht? Nee, ich bin bei... Ich bin bei 3000. Wo denke ich denn hin? Ja, ehrlich, was ist denn was da los? Hab ich dich überholt? Nein. Was? Verdammt. So, gehen wir zurück und öffnen mal ein Täschchen. Nee, Quatsch. Wir müssen ja noch zwei machen. Ja, die Kathedrale. Ach, ich dachte, wir wären schon durch. Du bist ja wieder fix unterwegs hier. So. Das habe ich auch, das habe ich. Ich komme. Ja, es wird ziemlich cool, wenn wir einen kompletten Bereich an Kopfgeldern, also alle in einen Part abschließen können. Ja. Oh Gott, jetzt fliegen die Hämmer so langsam. Oh nein. Hey. Das sieht nicht mehr so cool aus. Ach egal, hör mal, wenn der Hämmer tust du trotzdem noch. Guck, wie langsam die sind. Aber wir machen trotzdem Schaden. Ja, ich habe gerade wieder ein Buch gefunden. Ja, die hauen halt alle für 6.000-7.000 rein. Oh, yeah. Ich rufe mal meine Götter, die kümmern sich darum. Die übernehmen das. Boah, die sind so übel. So, mal noch das Gold und die sind, da hinten. Und die sind sehr treu, egal was du machst, die klauen drauf. Die kennen da nix. Ja, ich habe mir auch Spaß gedacht, vielleicht hole ich meine Leute auch. Also, ich kann ja auch Typen beschwören, dass wir da einfach mit einer Horde durchlaufen, aber ich bin von denen noch nicht überzeugt. Jetzt stell dir mal vor, so als so zwei Hexendoktor, die würden auch schon. Ja, mit ihren kompletten Armee da durchfetzen. Aber da bist du wirklich hinterher nur noch mit den Armeen dran. Oh, ich hab. Kannst du das jetzt an den Account gebunden? Scheiße. Okay. Ich habe ja einen Gürtel, aber den hatte ich ja eh gebaut. Dann gebaute Sachen kannst du eh nicht ansehen. Okay, da sind wieder welche, gar kein Problem. Ich klatsch einfach drauf. Erstmal Schaden erhöhen. Die Welle des Lebens machen. Ach, das ist so gemütlich, liebe Freunde. Ihr glaubt das gar nicht, wie gemütlich das ist. Einfach linke Maustaste drauf. Und drauf prügeln auf das hässliche Fieder. Oh, aber ich könnte mal wieder was Legendäres sehen. Ja, ich bin schon zwei voraus, glaube ich. Ach, mehr. Mehr sogar schon, okay. Aber warte mal, ich freue mich schon, wenn wir dann hinterher mal die hohen Qualrans machen. Ich bin mir da ganz sicher, dass ich da... Warte mal kurz, ich muss mal eben ein paar neue Skills gucken, was ich so bekommen habe. Ich habe jetzt zwei Level bekommen. Und hier blinkt alles, ich würde ganz gerne mal gucken. Seismische Welle, gibt es noch nichts Neues, nur Wirbelwind ist auch cool. Macht auch Spaß. Kritischer Treffer heilen eure gewährten Diener. Nein, will ich nicht. Und ich habe auch keine Lust, die Gegner anzuschreien, dass die Angst haben. Will ich auch nicht. Ansonsten ruft der Urahn. Also, das ist Quatsch. Okay, Zorn des Berserkers ist auch geil. Vielleicht tue ich den auch noch rein. Dann tue ich das andere raus. Weil Zorn des Berserkers ist mega geil. Kennst du das? Da wirst du auch größer und machst einen Schaden, glaube ich. Da werde ich zum Berserker und das gefällt mir eh immer. Wenn Zorn des Berserkers aktiviert wird, erleiden alle Gegner im Umkreis von 15 Metern 3400 Waffenschaden. Boah, habe ich jetzt erstmal nur die erste Runde. Boah, jetzt habe ich also, wenn man zum Boss kommt, kann ich 3 drücken, die 4 und die 2, den Kriegsschrei, dass wir mehr aushalten. Also ist eigentlich schon ziemlich schlimmer. Ja, ich komme, ich wollte nur kurz kein Gold liegen lassen, du weißt ja, ne, ich brauche alles. Na toll, der rennt einfach rein und macht alles kaputt. Komm mir so überflüssig vor. Oh, hier ist eine. Ja, hau mal rein. 100 Gegner, kein Problem. Ich bin groß, ja. Toll, bleibt doch mal was über. Meine Urahnen, die sind so schnell. Weil die springen immer auf die Gegner. Boah, ist das geil, ey. Kommt her, Leute, kommt schon. Wir haben erst 19, okay? Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen. Ah, die platzen gleich. Guck mal, jetzt haben wir schon 40. Die platzen. Naja, meine Berserker-Modus, aber der ist immer so lange, zu kurz.
muss ich, glaube ich, doch die Passive reinmachen, dass mein Berserker-Modus doch ein paar Minuten länger hält. Gibt's ja auch. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Stirbt, ihr Schweine! Stirbt! Dafür habe ich gerade uns am Sex gefehlt. Echt? Ach, okay. Ja. Ja, wir sind noch ein bisschen, aber ich habe schon wieder ein Level. Und schon wieder neue Sachen. Mei, oh mei. So, ab zum letzten Kopfgeld. Dann schaffen wir wirklich alle Kopfgelder in einer Folge. Das ist gut. Wäre natürlich mega nice, ne? Und ich glaube, allein in dem Part haben wir 5 Level gut gemacht oder so. Hat was, ja. Ich komm, ich beute mich einfach zu dir. Du bist ein furchtloser Veteran. Hast du gerade den Erfolg abgeschlossen? Ja. Das war mir klar, dass du ein furchtloser Veteran bist. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Warte kurz. Ist mir egal, ich brauche aber... Oh, ich kann nicht. Die neuen Sachen gucken, weil die Dinger erst noch aufladen. Aber ich guck mal eben hier. Und zwar erhöht... Ne, wo war das denn mit den... die Dauer von Kontrolleffekten, Raufbold... Ich gab reduziert... Ach so, reduziert die Abklingzeit der Fähigkeiten, gab's nicht auch erhöht das? Was, willst du Abklingzeiten erhöhen? Ich meine hier die Dauer von den Dingen, konnte man die nicht auch irgendwie erhöhen? Da, die Dauer eurer Schreie wird verdoppelt. Kampfrauschruf, Kriegsschrei, Quatsch. Dann war das nur die Abklingzeit, aber das ist wichtig, weil dann kann ich das öfters einsetzen und das ist echt viel, was da verringert wird, die Abklingzeit. Also, über 30 Sekunden schon, das ist schon echt viel in dem Game. Das werde ich hinterher als Passive auch noch reinsetzen. Müssen wir da unten hin oder was? Ne, wir müssen wieder. Nö, eigentlich rechts oben. Gar kein Problem. Aber ich dachte, ich mach die hier noch mit, wenn hier eh so viel rumsteht. Ja, wir müssen die E75 töten. Das passt schon. Bam, bam, bam. Und Welle! Boah, die Welle haut echt übelst rein. Ah, nochmal hier, nochmal. 75 haben wir schon wieder voll. Boah, die zerplatzen förmlich. Die zerplatzen! Und ich bin gleich wieder Level up. Das ist verrückt. Ja, ich hab Hälfte. Ist schon krass. Oh. Gegner, harte oder nur kleine Bubis? Da hinten stehen hintere. Ja, bei den hinteren werde ich dann, meinen Berserker-Modus aktivieren. Damit ich dann wieder ausraste hier. Alles klar, Berserker-Modus! Bom, 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 Berserker! Da rennt er nur noch weg, der Affe. Boah, immer drauf auf die Rübe. So machen wir später die Bosse, Diablo und alle auch kaputt. Ganz locker. Okay, wir müssen aber den Hauptmann Cage töten. Johnny. Ja, ich... Nicolas Cage. Das war der... Moment, ist es... Karte, falsche Karte. Ja, wir sind richtig hier. Hauptmann Cage, gar kein Problem. Da haben wir noch eine Kiste, die nehmen wir mit. Und er wieder Level up. Oh, 25 Erfahrung, das ist gut. Was müssen wir machen? 100 töten? Ah ne, einfach nur die Gegner, die da rumrennen, ne? Ja. Bevor die Welle, die Zeit abläuft. Das schaffen wir. Easy. Und kein Legendary. Ich bin enttäuscht. Das wären doch mal. Als nächstes bin ich erstmal dran mit Legendaries. Ja, wobei 3 in einer Folge wäre schon ziemlich nice gewesen. Ich hätte gerne auch eine Waffe mit über 200 Schaden. Am besten schwer, dann bringt der Bonusschaden was. Kreuzritter und Level 40. Jawohl. Jawohl. Mega nice. 40 ist schon cool. Ich bin auch ein furchtloser Veteran. So, einmal drauf. Ja, den Boss gefunden. Unerbittlich, okay. Ich komme, warte. Ich komme. Lol, wie langsam meine Hämmer hier drin fliegen. Das ist ein bisschen blöd. Sieht geil aus. Sieht aber mega geil aus. Ach, der lebt ja noch. Oh, ich muss kurz ein Buch lesen hier, währenddessen. Okay, Freunde, wir hauen drauf. Yeah. Boah, da sieht man schon den Schaden, ey. Ding, ding, ding. Aber ich glaube, für die paar Meter lohnt sich nicht, oder? Ach, egal, hauen wir alles raus, komm. Dafür habe ich meine Brüder. Und der hat nichts fallen lassen, sinnvoll. Das mit den Hämmern sah so blöd aus. Das war's, oder?
Oder haben wir noch ein Kopfgeld? Wir haben Friedhof der Verlassenen. Krass, ich hab's heute mit den Augen. Du hast Augen? Seit wann? Ich hab... Alter, ja. Du bist ein Zauberer, oder? Ja, ein bisschen. Aber was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich da drauf gedrückt und da wollte ich gar nicht hin, aber egal. Passt schon. Ich habe noch Platz. Ich habe noch Platz. Wo bist du? Achso, in der ersten. Du bist schon reingejumpt. Ich komme. Ja, ich wollte. Haben wir noch Zeit? Schaffen wir das noch? Ja, ist eng. Ist schon ein bisschen. Sonst machen wir hier eben schnell Cut und dann geht's direkt wieder weiter, oder wie, oder was? Passt doch. Ja. Ja, dann machen wir hier einen Cut und dann looten wir in der nächsten Folge einfach richtig. Mega geil, liebe Freunde. Ihr habt's gesehen. Er hat zwei Legendäre gefunden in einer Folge. Das ist schon echt krass und geil. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei Aborted vorbei auf dem Kanal. Der hat jede Menge Videos, nicht nur Diablo. Und bei mir, Rivano LP. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Diablo 3 Reaper of Souls Season 6. Bis dann. Ciao.